Also, ich glaube, dass das neue Album ein besonders emotionales Album von SYLVAN sein wird. Vielleicht sogar das emotionalste Album von SYLVAN überhaupt. Vielleicht mit Ausnahme von Posthumous Silence. Das mögen dann andere beurteilen. Die Songs sind sehr, sehr emotional, sehr anders gestaltet und strukturiert, fast manchmal etwas strukturlos wirkend und dadurch aber noch emotionaler, könnte man sagen. Was zu einem großen Teil daran liegt, dass wir einen höheren Jam- und Session-Anteil beim Songwriting-Prozess drin haben. Das bedeutet, es gibt im Prinzip wenig vorgefertigte Komposition oder Fragmente, sondern der Schwerpunkt liegt tatsächlich auf so einer stärker gemeinschaftlich orientierten Arbeit. Wir fingen an im Mai, Juni mit den Sessions und da bildete sich ein Gefühl für die Musik raus, den, glaube ich, alle gleichermaßen gespürt und geteilt haben. Und von da aus haben wir einfach weitergemacht. Es fing dann an, dass wir uns einfach so ein bisschen haben treiben lassen davon. Wir haben immer weiter Sessions gemacht, eigentlich regelmäßig immer bei Proben immer wieder irgendwelche Stücke. Wir haben einfach irgendwas gespielt, gar nicht groß abgesprochen, sondern einfach gemacht. Und es gab so ein Gefühl, zumindest aus meiner Sicht, dass das alle gemeinsam teilten. Also dass alle gemerkt haben, dass da ein Potenzial drin liegt. Und wir haben das sehr behutsam dann auch behandelt im Endeffekt bis hin zu den Arbeiten im März bei diesem Probenwochenende, wo wir die Sachen zusammengebastelt haben. Wir hatten ja einen großen Katalog von verschiedenen Teilen, 40, 50 Fragmente, genau gezählt habe ich es nicht, vielleicht waren es auch nur 30, und haben die dann mit einem Nummerierungssystem von Marco zusammengebaut, was sehr viel Kommunikation erfordert hat und sehr viel Auseinandersetzung und Gespräch und Diskutieren und was passt wozu zusammen. Und dieser etwas offenere Charakter und auch der emotionale ist dadurch erhalten geblieben. Und das haben wir bisher geschafft, behutsam zu behandeln. Und an der Stelle sind wir jetzt ja gerade. Jetzt kommen die Recordings und dann wird gemischt. Und also im Unterschied zu Force of Gravity und dem Kreativprozess könnte ich mich bei diesem Album anders einbringen. Ich bin ja nicht das jüngste Bandmitglied, sondern nur das dienstjüngste Bandmitglied, gleichzeitig aber das älteste Bandmitglied, das müsste man noch dazu sagen. Also die Unterschiede sind ganz, ganz stark. Dadurch, dass ich eben bei Force of Gravity relativ neu gewesen bin, habe ich mich aus dem Songwriting-Prozess in Anbetracht der schon vorherigen CDs zurückgehalten und erstmal darauf eingelassen, was kommt und wie ich das unterstützen kann, was glaube ich auch ganz gut funktioniert hat. Und jetzt ist es so, dass wir von vornherein eben auch durch diesen Jam-Session-Charakter oder dass das stärker vertreten ist, eben ich von vornherein sowieso als Instrumentalist mehr Anteil daran habe. Und vielleicht hat das auch ein bisschen dazu beigetragen, den Klangcharakter zu prägen und eben auch diese etwas offenere Gestaltung und dass auch die Emotionalität befördert in diesem ganzen Prozess. Als ein Teil von allen. Also die technischen Aspekte im Unterschied zum vorherigen Album haben sich schon weiterentwickelt bei mir, jetzt persönlich als Gitarrist. Ganz wesentlich habe ich auch aus den Erfahrungen mit Force of Gravity gelernt und war mit dem Gitarrensound zwar zufrieden, aber an vielen Stellen meiner Meinung nach war das noch nicht optimal. Man kann das immer verbessern, das ist aber immer so. Also im Musikerleben, in dem man sich da weiterentwickelt, hat man eigentlich immer neue Ideen. Die Technik entwickelt sich weiter und es gibt Dinge, die man verbessern möchte. Das ist ja ein ewiger Lernprozess sozusagen. Konkret bei mir bedeutet das, dass ich eine neue Gitarre am Start habe. Die Notwendigkeit für diese neue Gitarre ist aus dieser Art des Komponierens entstanden, weil wir Teile in den Songs haben werden, die einen schnellen Wechseln von Gitarren erforderlich machen, nämlich E-Gitarre und Akustikgitarre. Und da bin ich auf die Idee gekommen, mir eine Gitarre zuzulegen, die das beides gleichzeitig leistet, die das sozusagen beides beinhaltet. Dann gibt es ein Music Man Modell von, das Signature Modell Jan Petersen von Dream Theater, das in der siebenseitigen Version, weil ich bei SYLVAN sehr viel tiefe H-Seite spiele. Diese Gitarre ermöglicht dann die Live-Umsetzung der jetzigen Komposition, die eben viele Wechsel von Akustikgitarre zu E-Gitarre beinhalten werden. Das ist eigentlich die wesentliche Neuerung. Das ist ein wunderbares Instrument. Das ist sehr, sehr, sehr gut gebaut, sehr gut gefertigt. Exzellente Hölzer, super Klangverhalten, Sustain ohne Ende, Ansprache. Die Töne entfalten sich wunderbar. Es ist ein wunderschönes Instrument. Da bin ich sehr froh und sehr glücklich und freue mich sehr darauf, die Aufnahmen damit machen zu können und das dann auch entsprechend live umzusetzen. Für den Sound selbst ist auch noch ein Verstärker notwendig.
notwendig. Auch der ist neu am Start, ein Mesa Boogie Mark 5, einfach exzellent, ist ein Hammerteil, klingt einfach nur sahnemäßig. Allen Gitarristen wird klar sein, wovon ich da spreche, und das wird zum Einsatz kommen, und dann davon verspreche ich mir einen transparenteren, erdigeren, natürlicheren Klang in den Gitarren, also noch eine kleinere Steigung in den Klangeigenschaften der Gitarre. Und zur Aufnahmetechnik des neuen Sylvan Albums wird es so sein, da gibt es auch Unterschiede, werde ich höchstwahrscheinlich, zumindest ist es so geplant, die Gitarren auch bei mir zu Hause in meinem eigenen kleinen Home-Recording-Studio aufnehmen, und dann wird das zur Verfügung gestellt für den Mixing-Prozess dann im September, wenn ich das richtig weiß, genau. Also meine Hoffnungen, die mit dem neuen Sylvan Album verbunden sind, sind nicht zu gering. Sie sind sogar sehr hoch, sehr umfassend und haben auch Auswirkungen auf mein gesamtes Leben. Wie jedes Mal, wenn ich irgendwo beteiligt bin an einem musikalischen Projekt, wobei das bei Sylvan besonders stark ist natürlich, aber da mein Herz dieses Mal noch mehr drin hängt als jemals zuvor. Vielleicht steigert sich das auch immer, ich weiß es nicht. Meine Hoffnungen konkret sind, dass es unseren weiteren Werdegang als Band auch beeinflussen wird, dass wir neue Motivation kriegen, Konzerte zu spielen, dass wir vielleicht mehr Konzerte spielen, dass wir größere Konzerte spielen, dass wir längere Konzerte spielen, bessere Konzerte, begeistertere, wie auch immer, Steigerungen in jeder Hinsicht. Ich hoffe konkret von der Musik, dass wir das tatsächlich schaffen könnten, das Besondere, was wir da als Band kreiert haben, auch wirklich auf die CD zu bannen. Das ist immer der höchste Anspruch eigentlich. Jam-Sessions und die Emotionalität in der Musik dann auch in den Aufnahmen umsetzen zu können und zu fixieren. Das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch. Also das ist auch ein fragiler Prozess. Da bin ich sehr gespannt, wie wir das gelingt. Und deswegen habe ich auch Hoffnung, dass es eben möglichst gut gelingen möge. Und mein persönlicher Anspruch an so ein neues Album ist auch immer, dass ich es mir, wenn es fertig ist, gerne anhören sollen, können, werde, darf, muss. Also ich möchte gerne ein Album haben, das ich mir sehr gerne anhören werde. Und deswegen arbeite ich auch intensiv dran mit und bringe mich ein und äußere Ideen und auch Kritik und Vorschläge. Und dann muss man manchmal auch in einen sauren Apfel beißen, dann gibt es manchmal auch Stress und so, weil Leute sehen das ja auch anders als ich und so. Aber ich glaube, dass das letzten Endes dazu beiträgt, dass das Bestmögliche bei rauskommt. Und optimalerweise wäre das ein Album, das man wirklich Lust hat, von der ersten Sekunde bis zur letzten durchzuhören. Das wäre sogar super, was bei allem eigentlich oft nicht der Fall ist, also auch bei Bekannteren, die man so kennt. Also ein gutes Album ist mir sehr wichtig, und zwar als Gesamtkunstwerk, als Gesamtwerk. Zur Struktur des neuen Sylvan-Albums kann man sagen, dass wir in Kapiteln vorgehen. Das hat sich auch durch diesen Kreativprozess herausgeschält, mehr oder weniger von allein. Irgendwann war es so, dass wir 5 größere Blöcke zusammengestellt hatten aus den Fragmenten, und dann hat sich das so aus dem Kreativprozess eigentlich ergeben, dass so diese Zahl 5 so im Raum stand. Wir sind 5 Musiker, 5 Kapitel, und eigentlich hat sich das immer weiter entwickelt, dass das persönlich wurde. Irgendwann kam die Idee auf, persönliche Betrachtungen jedes Musikers mit einzubeziehen in die Textgestaltung, vielleicht, dass jeder sogar einen Text schreibt oder zumindest Anteile mit einbringt, und Marco verarbeitet das dann und textet weiter. Bei mir persönlich war das zum Beispiel so, dass ich eine Woche, bevor wir in dieses Wochenende gingen, in Klausur, dass ich, bevor wir das besprochen hatten, wie diese Texte zu gestalten seien, schon für mich alleine so tagebuchartig ein paar Textfragmente für mich formuliert hatte, die genau mit dieser Thematik zusammenhängen. Ein ganz, ganz eigenartiger Zufall. Es ging um das persönliche Glück, um den Sinn im Leben oder die Sinnfindung im Leben. Wo komme ich her, wo will ich hin? So diese üblichen Fragen, die man sich so stellt, die viele stellen vielleicht. Und wie man das bewältigt, wie man den Alltag bewältigt. Und da habe ich so ein paar Textideen gehabt, die so im Kern genau dieses Thema behandelten. Und die passten in interessanter Weise, kurioserweise, dann in den späteren Verlauf dieses Prozesses wunderbar hinein. Also, wenn ich das neue Sylvan-Album mit einem Wort zusammenfassen sollte, würde ich sagen: Gefühl.